Gold oder Silber? Welcher Schmuck sieht besser an mir aus? Wenn es beim Schmuck darum geht, welches Metall man wählt, dann gibt es eigentlich nur zwei Hauptkategorien, und zwar Silber oder Gold. Natürlich gibt es auch noch verschiedene Varianten, wie zum Beispiel Weißgold etc., aber darauf möchte ich der Einfachheit halber jetzt hier nicht weiter eingehen, sondern ich arbeite einfach weiter mit zwei Kategorien, und zwar Silber und Gold. Und die erste Frage, die man sich dann stellt, ist eigentlich folgende. Welche Farbe passt denn am besten zu mir? Und welcher Faktor bestimmt eigentlich, ob besser Gold oder Silber zu mir passt? Das ist eine gute als auch berechtigte Frage. Man sagt, dass folgende Merkmale ausschlaggebend sind. Zum einen deine Haarfarbe, heißt, welche Haarfarbe hast du? Zum anderen deine Hautfarbe, als auch dein Hautunterton. Und wenn man das Ganze einfach mal wieder herunterbricht und auch vieles ausprobiert hat, dann wird klar, dass einer der Faktoren tatsächlich der entscheidende Faktor ist. In diesem Fall ist es der letztere, und zwar der Hautunterton. Okay, cool, habe ich verstanden. Der Hautunterton ist also entscheidend. Aber ich habe gar keine Ahnung, was für einen Hautunterton ich habe. Und wie findet man das eigentlich heraus? Falls du nicht wissen solltest, welchen Hautunterton du hast, da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, um das herauszufinden. Und zwar gehst du dann einfach mal zum Tageslicht hin oder zum Fenster und schaust dir einfach mal deine Venen an, zum Beispiel am Handgelenk, und schaust, welche Farbe deine Venen haben. Wenn deine Venen zum Beispiel eher die Farbe grün haben, dann bedeutet das, dass du einen warmen Unterton hast, und das bedeutet wiederum, dass dir dann Goldschmuck wesentlich besser steht. Wenn deine Venen allerdings eher blau sind, das bedeutet, dann hast du einen eher kühleren Unterton, und das wiederum bedeutet, dass dir dann eher Silberschmuck steht. Jetzt hast du dir gerade bestimmt dein Handgelenk angeschaut und geschaut, was für wen du eigentlich hast. Und wenn du es herausgefunden hast, super, dann weißt du jetzt Bescheid. Aber wenn es irgendwie gar nicht so eindeutig identifizierbar ist und das irgendwie super schwer herauszufinden ist, weil vielleicht grün, blau, als auch noch ein bisschen rot dabei ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du einen neutralen Unterton hast. Und das bedeutet wiederum, dass du den Jackpot gezogen hast, denn dann steht dir sowohl Silber als auch Gold. Nochmal kurz zusammengefasst, grüne Venen bedeuten einen warmen Unterton, dann steht dir Gold gut. Blaue Venen bedeuten einen kühler Unterton, dann steht dir Silberschmuck gut, und wenn es schwer identifizierbar ist, dann hast du höchstwahrscheinlich einen neutralen Unterton, und dann steht dir beides sehr gut. Was du grundsätzlich natürlich auch machen kannst, ist einfach beides miteinander zu mixen, heißt Gold- und Silberschmuck zusammentragen. Das kann gut kombiniert sehr gut aussehen, und Pro-Tipp an dieser Stelle, wenn du das machst, dann kannst du dazu bestenfalls zum Beispiel schwarze Kleidung tragen, wenn du möchtest, dass der Schmuck einfach nochmal so ein bisschen herauspoppt und heraussticht und der Schmuck zum Beispiel das Highlight an deinem Outfit sein soll. Wie immer habe ich euch selbstverständlich auch noch einige Schmuckstücke unten in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne mal rein, falls ihr aktuell auf der Suche seid. Und falls du Schmuck gefunden hast, der per Definition oder laut Hautton eigentlich gar nicht zu dir passt, du den aber mega hammer geil findest, dann trag ihn trotzdem. Denn die wichtigste Guideline am Ende des Tages ist doch folgende: Du solltest das tragen, was dich glücklich macht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr für einen Typ seid. Tragt ihr eher Silberschmuck oder eher Goldschmuck? Teilt dieses Video lieben gerne auch mit euren Freunden, mit eurer Family. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Tragen eures Schmuckes, egal welche Farbe es hat. Hauptsache, wie gesagt, es macht euch glücklich.